So, dann lass uns jetzt mal in das Labyrinth unter der Stadt abtauchen. Ah, ja, stimmt. Tendenziell geht Imo doch am besten jetzt vor und sucht nach Fallen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut. Und große Panik. Oh mein Gott, ich folge. Wenn so drauf gehen. Ja, es schreit halt alles so nach reingefallen, reingetappt, ne? Endgame, Alter. Also wir werden es heute nicht mehr durchschaffen, aber Nee, mal wieder. schon geil. Ein bisschen Warte schneller, wenn mal. ich mit Münze unbedingt zurück muss. Ich gebe Gehst du neue mein Bestes? Befehle. Ja, ich hab genug davon. Hier runter erstmal, oder? Ja, komm, gehen wir mal runter. Ich habe auch echt gar keine Ahnung mehr, wo Es es hier gibt lang geht. so viele Orte, Also ich das auch Labyrinth nicht, ist mich denen ich jetzt jetzt wirklich lieb wieder mein wäre. Labyrinth. Ah, okay, das sieht, Wir werden uns gleich wahrscheinlich anstellen wie der Hamster im Labyrinth, so richtig dumm. dreimal denselben Weg laufen. Was kann ich schon gut, schon gut? Womit geht schon gut, schon gut? Oh, ist nichts So. passiert. Das hat echt Nee. genug davon. Aber zeig mal, das wird nicht lange so bleiben. Das glaube ich auch, ja. Ein bisschen Münze Und unbedingt zwar, als wir mal. das erste Mal das Du Spiel mein hier Bestes, gespielt ja, es haben, geht schon irgendwie gut mit. davon. Wann waren wir? Ah. Acht? Ja, mit 8, glaube ich, war das. Bis wir uns dann hier reingecheatet haben. Ah! Oh mein Gott, Was oh kann ich für mein euch Gott. tun? Das ist Schlüngreime! aussichtslos. Oh du, Was Moment. willst du dir erreichen? Womit kann ich dir Imon, du bist echt eine Mutige, aber du musst nicht in der ersten Reihe gegen Bis den ich hier Grünschleim durchstecken kämpfen. darf. Wenn es unbedingt sein Man muss muss. es nicht übertreiben. Ja, auf jeden Fall mich gerade daran zurückerinnert, wie wir uns dann Noch damals in diesem einer! Labyrinth gequält haben. Au! Mit was schießt du da? Achso, mit Feuerfallen, ja, das kannst du machen. Ah ne, ich renne nicht vor, als ob da Fallen sind. Ja, die Feuerfalle sollte das eigentlich hinkriegen. Ja, Ja, ich aber. immer von dem Slime getroffen wird und ich. Und ich bin tot. Ja. Sag's doch ruhig. Ja. So wie Oh. das. Ah, nur 6. Ja. Er leitet weniger Schaden, als ich mir das wünschen würde, ehrlich gesagt. Ich schieß einfach mit Pfeilen plus 1. Ja. Ja, oder hau persönlich drauf. Ich habe gerade schon gewundert, was du da veranstaltest. Ja, Das komm, stell das war mal vor. eher eine unbeabsichtigte Situation. Aber gut, jetzt wissen wir immerhin, dass da keine Falle Verstehe war. jetzt. Das haben wir sehr gut herausgefunden. Ja, es gibt So, keine. dann würde ich Das war sagen, eine mal ganz weiter. narrensichere Methode, ja. Hier übrigens einen neuen Bürostuhl, habe ich dir das schon erzählt. Ich habe jetzt endlich wieder einen bequemen Sessel für meine vier Buchstaben gefunden. Das ist auch, finde ich, nicht zu unterschätzen, einen vernünftigen Bürostuhl zu haben. Oder einen Nee, wirklich vernünftigen nicht. Zockstuhl, wie auch immer. Und der hat sogar noch einen weiteren Vorteil. Das ist aber leider ein Vorteil, der mir nur zweitrangig zugute kommt. Die Lehne ist bei dem auch schon kaputt. Also ich habe den Gebrauch gekauft. Aber nicht, dass die abfallen würde, sondern die ist halt starr. Damit sie nie wieder abfällt. Hat der Vorbesitzer die festgeschraubt. Jetzt Okay. kann ich mich nicht zurücklehnen, also nicht so mega krass zurücklehnen. Das ist ganz gut für meinen Rücken und es nervt halt auch nicht so, wenn wir irgendwie zocken und ich das Mikro an, weil dann hast du meinen Stuhl immer knarzen gehört. Es war bei Batman noch viel schlimmer, bei den Batman-Aufnahmen, die ich in letzter Zeit gemacht hatte, war das so in den entscheidenden, spannenden Cutscenes. Nein! In den entscheidend spannenden Was Cutscenes kann ich für euch schon gut, schon hast du gut? dann immer gehört, wie ich mich so Womit zurücklehne und kann es ich irgendwie. Catwoman! Joker! Ihr habt ein Kind! herrlich. Womit kann ich dienen? Ich habe letztens das erste Mal hab ich Dark Knight geguckt. Das erste Mal! Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich hab den irgendwie, wollte ihn damals gucken und. Weiß nicht, ist irgendwie nicht dazu gekommen und dann ist das so im Sande verlaufen. Jetzt habe ich es extra oder endlich nachgeholt. Hat sich Es gelohnt, war ein guter Film. ist geil, Alter, ich kann ihn. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also ich bin froh, dass du ihn dann doch nochmal geguckt hast. Womit kann ich dienen? War Schon echt geil, muss ich sagen. Ah, nicht ein verkehrt. bisschen schneller, geil, wenn ich ich kann bitten auf darf. Taste Der Joker 1. ist halt einfach super Kann ich gut, euch mit ne? Bildern Also. helfen? Ja, hast du schon mal. Drück mal Taste 1 bei. Drück mal Taste 2 bei dir oder Taste 1. Ich weiß es nicht, was Was bei kann dir ich ist. für euch tun? Womit kann ich dienen? Ja, bei Taste 2 habe ich Auf nichts meine Hilfe. ausgewählt.
Und wenn du... Weißt du, 3 ist bei mir mein Gimli. Ja, kanntest du die Funktion schon? Ich entdeck die gerade erst. Ist ja voll geil. Womit kann ich dienen? Auf mit Doppelklick springe ich zu der Person. Kann ich euch... Ach, geil. Boah, ey. Das lernen wir jetzt erst. Das darf doch nicht... gespielt und man lernt immer noch was Neues. Das darf doch nicht wahr sein. Ich wollte eigentlich Quicksave und hab mich verdrückt. Oh mein Gott. LOL. Geil. Aber um es mal kurz wieder aufzugreifen. Obwohl ihr von allen verfolgt werdet, habt ihr in dieser Nacht etwas Ruhe gefunden. Doch selbst im Traum werdet ihr von jemandem gejagt. Heute Nacht seid ihr das Monster, für das euch jeder hält. Der Kobold, der wie eine Ratte verachtet wird. Der Oger, der unschuldige Kinder um ihren Schlaf bringt. Der aufgebrachte Mob ist mit seinen Fackeln hinter euch her und zählt euch zu den wilden Tieren, die ihr einst selbst gejagt habt. Zumindest will euch jemand das Glauben machen. Und wieder hört ihr die Stimme. Eine Stimme, die ihre Herkunft jetzt nicht mehr verbirgt. Sie spricht vom Schicksal und von der Natur. Und vom Bösen, das einem im Blut liegt. Sie sagt, dass ihr euch niemals vom Mob befreien könnt, das euch wegen eurer Herkunft verfolgt. Mord und Tod fließt durch eure Adern. Und wenn ihr diese Tatsache akzeptiert, wird euch angeblich große Macht zuteil. Ihr könnt die Essenz Baals in euch nicht einfach ignorieren. Doch ihr habt dies nicht ignoriert. Ihr wisst, dass ihr seit jeher versucht habt, das Blut in euren Adern zu bekämpfen. Dolch und Kralle einen Sieg abzuringen. Und letztendlich habt ihr triumphiert. Mit rechtschaffener Willenskraft habt ihr die bösen Kräfte in euch zum Guten gewendet. Was auch immer der Ursprung eures Daseins sein mag, ihr habt euer Wesen selbst geprägt. Mit leeren Drohungen, was die Stimme jedoch nicht weiß, versucht sie Zweifel in euch zu sehen. Doch in eurem Gewissen können sie keine Wurzeln schlagen. Zu schwach, um euren beharrlichen Blick zu ertragen, verschwindet die Stimme langsam aus euren Gedanken. Eine Warnung entgeht euch jedoch nicht. Sie spricht von anderen, die zuhören werden, wo ihr eure Ohren verschlossen habt. Die das aufnehmen werden, was ihr abgelehnt habt. Und wieder anderen, die euch den Tod bringen werden. Diese Beschreibung trifft nur auf einen zu. Und ihr wisst mit Sicherheit, dass es sich nur um diesen Mann handeln kann. Er, der euren Untergang geplant und eure Gefährten getäuscht hat. Und der es verdient, dass ihr in seiner gerechten Strafe zuführt. Sarevok. Er ist das Unheil, von dem die ganze Schwertküste befreit werden muss. Ihr erwacht mit der Gewissheit darüber, was zu tun ist und wer der Vollstrecker sein wird. Ihr selbst. Geil. Ziemlich cool. Und ich habe göttliche Macht erlernt. Ich habe göttliche Macht erlernt. Ja, soll ich das mal vorführen? Nein. Ich kann nicht sehen. Nein. Das interessiert mich nicht. Ja, aber auch hier eine coole Sequenz auf jeden Fall. Ach ja, die waren einfach immer gut gemacht, muss man einfach sagen. Das ist vollkommen richtig, ja. Ein bisschen lustig. Voll inszeniert. Ein bisschen lustig war bei der jetzt, dass der Textcrawl wirklich komplett kämpfen musste, um weiter hoch in mein Bild zu kommen. Also, du hattest das Gefühl, dass da oben drauf irgendwie 2 oder 3 Zentner liegen. Gegen die er so ankämpfen muss. Aber sonst supi. Boah, ja, weißt du? Ja, nee. Ich bin ja echt ziemlich krass überrascht, dass jetzt doch noch Baldur's Gate 3 angekündigt wurde. Ja. Ich hab das so weit von abgeschrieben gehabt, seitdem das dann immer wieder so angekündigt und wieder verschoben oder abgesagt wurde aus rechtlichen Gründen. Bin ich voll bei dir, ja. Mega geil, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen werden, weil ich sag mal, das ist natürlich jetzt schon ein krasses Erbe, so nach Baldur's Gate 1 und 2. Auf jeden Fall. Da muss man ja erstmal dran anknüpfen. Und worauf ich besonders gespannt bin, wie die es schaffen werden oder schaffen wollen, weil ich sag mal, Baldur's Gate 1 und 2 sind halt echt alte Spiele im Grunde genommen. Ja, das kann man so sagen. Ob die den Stil wirklich so 1:1 beibehalten werden, ob die es doch eher, ich sag mal, Richtung Dragon Age oder sowas pushen werden, dass das Ganze, ich sag mal, mehr 3D wird.
Ah, du hast das böse Wort gesagt. Ja, ich, um ehrlich zu sein, will ich das nicht. Also ich hätte das gerne so wie hier ja. Nicht Paths of Exile, Pillars of Eternity. Das war ja auch in dieser ISO-Perspektive gehalten. Fand ich super geil. Ich fand das auch echt gut, dass die Entwickler das so durchgezogen haben. Ja. Und das ist ja, also ich persönlich finde das ja auch echt ein sehr geniales Rollenspiel. Ich hatte es leider noch nie gespielt, aber ich habe es eigentlich mir fest vorgenommen. Nur nie die Zeit gefunden. Glaubst du denn nicht? Das ist super gut. Also das basiert halt auch sehr stark so auf diesen ganzen Dungeons and Dragons Regeln, wobei ich jetzt nicht genau weiß, auf welchem Regelwerk das basiert. Und es orientiert sich halt sehr stark so an den alten Rollenspielen, so hier so Baldur's Gate oder sowas. Hm. Ja, das weiß ich. Also deswegen hatte ich es auch. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Die sehen unfreundlich aus. Lass mal relativ weit. Die sehen ein bisschen aus. Alter, das sind die, kannst du dich noch an die erinnern? Wir haben am ganz, ey, das ist bestimmt Part 10 oder 12 oder so, haben wir mal gegen so einen kämpfen müssen, bei dieser Grabstätte. Da haben wir den aus Versehen getriggert. Das war unser erster richtig, richtig harter Kampf. Ja, ich erinnere mich. Okay, lass uns in dem Gang, in dem zurückliegenden Gang eine Verteidigung aufbauen. Okay. Also gehen um die Ecke rum. Gut. Gut. Ja, was mir eingefallen ist noch, es gibt ja die Enhanced Editions, ne? Die sind ja eigentlich, kannst du dir, wenn du ein Entwickler bist und du willst wirklich Baldur's Gate eine Reinkarnation machen, kannst du dich ja komplett an denen orientieren. Das wäre ja auch vollkommen machbar. Ja, im Grunde genommen schon, ne? Klar. Aber ich bezweifle halt auch, dass die das machen. Ah, da ist er ja. Morgen! Gott. Ja, draufhauen, ne? Ich sehe die gar nicht. Ich sehe, die sind bei mir gerade gar nicht vorhanden. Ach, das? Oh nein! Das ist viel zu eng hier. Ja, vielleicht hätten wir... Also ich wollte auch eigentlich eine klare Front, aber dann hat sich mein Typ das doch anders überlegt und hat gedacht, hey, ich stelle mich zwischen die beiden. Ich bin der beste Kriegsstratege seit Captain Crunch. Ach, super. Ja, die halten aber ja, schon was aus, die Burschen. Also das Entwicklerstudio soll ja wohl nicht schlecht sein. So wie es aussieht, haben die auch recht viel Ahnung so. Ich sag mal, worum es geht. Sehr schön, das war ein eines. Ja. Ich bin echt auf die Umsetzung gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Also, die Wahrheit ist, ich glaube nicht daran, dass es so wird wie diese Teile, dass es dieses befriedigende Gefühl in uns wecken wird. Das Spiel hat nämlich einen Vorteil, der zugleich aber auch ein Nachteil ist, in dem Fall, finde ich. Und zwar, Baldur's Gate hat sich ja keinen Hype mehr. Also, es ist nicht sowas wie Duke Nukem Forever oder sowas, wo du sagen würdest, okay, jetzt kommt es endlich, die ganze Welt, die ganze Spielewelt hat mehrere Jahrzehnte darauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit, dass ein Entwickler das produziert. Daran ist Duke Nukem Forever zum Beispiel ja auch komplett zerbrochen, weil einfach diese Erwartungshaltungen, also es war noch nicht mal ein gutes Spiel, aber die Erwartungshaltungen waren dann sowieso auch komplett überzogen. Mhm. Aber der Nachteil ist, die haben auch gar nicht so den Mega-Druck jetzt, finde ich, noch ein Spiel der Baldur's Gate Attitüde abzuliefern. Einfach weil die Leute sagen, okay, ja, Baldur's Gate ist ja schon ein paar Jahre her. Jetzt sind wir einfach nur gespannt, was sie daraus machen. Also das ist so mein Eindruck. Das ist natürlich für uns beide total schade, weil wir immer noch mega geil auf dem dritten Teil sind. Und da gibt es sicherlich noch viele andere Leute, denke ich mal, die das, echt sehr gespannt sein werden. Das glaube ich auch, aber... ich glaube halt nicht, dass es sowas ist wie, okay, das muss aber mindestens so und so sein, sonst ist es kein echtes Baldur's Gate. Ich glaube, den Maßstab gibt es rund um dieses neue Spiel leider nicht. Ja, das kann natürlich passieren, neugierig. Wobei ich habe mir so ein bisschen so Interviews so mit den Entwicklern durchgelesen und also die scheinen die ganze Sache doch recht vernünftig anzugehen, muss ich sagen. Also sie beschäftigen sich wirklich sehr viel so mit den Regelwerken und sowas. Und versuchen das halt auch so gut es geht wirklich ins Spiel zu übernehmen. Warte mal, ich glaube, da kommt gleich eine Falle. Oh ja. Ah! Oi. Oh Gott! Hilfe. Oh Gott! Lauf! Ich halte dich mal kurz ein. Ob der die Falle wohl auslösen kann? Nee, der... Au! Mann! Verdammter Mistkerl. Okay, jetzt ist er aber... Er war dumm genug, sich auf unsere Seite der Falle zu begeben. Töten! Töten! Was ist denn das für einer, Digga? Auf jeden Fall gut auf die Fresse gehen, würde ich mal sagen. Ja.
Ganz schön Kraft für seine nicht muskelbepackten Arme. Und er hat ein Granat dabei. Und ein paar Pfeile, aber komm, Granat. Granat, Schmanat. Der hat auch einen Bogen dabei übrigens. Kompositlangbogen. Ah, oh, gut. Ich glaube, wir nicht alle Bögen, ne? Aber ja, alle, die einen haben können, ja. Ja. Kompositlangbogen ist halt auch, das haben wir sowieso alle. So, Imoen hat gerade kaum noch Pfeile in ihrem Köcher. Das ist natürlich nicht so geil. Okay, aber ich sehe gerade, wir haben noch genug Pfeile dabei. Also wir werden nicht. Daran wird es nicht scheitern. Was würdest du sagen, ist. Also es gibt ja Verdursten, es gibt Verhungern. Was ist. Wie nennt man das, wenn man keine Pfeile mehr hat? Nicht noch eins! Oh. Lauf, lauf! Du musst auch laufen, Alter. Können die denn? Jetzt ist es da. Warum können die denn so gut schießen? Hey. Das weiß ich auch nicht. Ist ja kriminell. Kali, du bist auf der falschen Seite. Kali ist auf der falschen Seite gelaufen. Klassiker. Richtig, richtig kriegswild. Ja! Oh nein, da ist eine Wand. Oh, da sind ein paar hilfreiche Pfeile. Die nehme ich gerne. Ich habe Chantal ein paar Pfeile ins Inventar gelegt. Mhm. Identifizieren. Was wollt ihr denn? Ich verstehe. Eispfeile. Ja, welche Überraschung. Also für mich wäre ein Baldur's Gate 3, wie du schon sagtest, wäre auch kein klassisches 3D-Spiel oder hat mindestens die Möglichkeit, wie bei Dragon Age Origins damals ja auch, dass du in die vertraute Perspektive switchen kannst und dass der spielen kannst. Sollte natürlich schon irgendwie ganz geil aussehen. Ich will vor allen Dingen wieder geile Zwischensequenzen haben, so wie hier. Und ich bin ganz, ganz gespannt auf das Setting, weil wenn du so eine Marke wie Baldur's Gate wiederbelebst, finde ich, dann sollte zumindest in irgendeiner Form auch, sollten die vorherigen Teile mit durchkommen. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe schon gelesen, es wird wohl so Richtung Reise in die Hölle gehen. Wie ich das verstanden habe. Es hört sich sehr interessant an für das Setting. Ich meine übrigens. Speichern vielleicht mal kurz. Habe ich eben schon. Ah, gut. Ich meine übrigens, auf der PK hätten sie, also PC Gaming war das ja, da hätten sie sowas gesagt, dass das irgendwie D&D 5 das Regelwerk sei. Genau, das basiert wohl auf dem neuesten Regelwerk. Und die wollen da wohl recht dem Spieler relativ viele Freiheiten lassen. Halt so, als hättest du halt quasi einen Game Master, der ja letzten Endes auch alle Freiheiten lässt, die du haben willst. Ja. Wobei ich ja, mir recht sicher bin, dass sie ja so nicht umgesetzt ja. werden können. Wahrscheinlich nicht. Ich bin schon recht sicher. Also es wäre natürlich irgendwie schon interessant, wenn du eine Welt wie Baldur's Gate oder ein Rollenspiel wie Baldur's Gate mit diesem neuen System von Watch Dogs kombinieren würdest. Ne, dass du jederzeit die Möglichkeit hast. Dass du jederzeit die Möglichkeit hast, irgendwie jeden in deinem Spiel theoretisch zu deiner Party hinzuzufügen oder so. Das wäre ja schon mal ein mega Fortschritt. Also, was gibt's ja, glaube ich, einfach nicht in Rollenspielen. Bisher. Ja, würde auch irgendwie nicht so ganz passen, einfach, ne? Ja, aber wenn du, also stell dir mal wirklich vor, du hättest eine Rollenspielwelt, in der jede Figur ein echter Charakter wäre. Also, jede einzelne Figur hat irgendeine Eigenschaft, wenn du ihn übernimmst oder so. Ja, gut, das wäre natürlich schon krass, ne? Mhm. Wahnsinnig aufwendig. Ja. Also man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie es wird, aber aktuell, ich glaube, es ist noch relativ früh in der Entwicklung, habe ich das Gefühl. Also die beschäftigen sich jetzt aktuell erstmal so mit Grundsätzen, sage ich mal, mit dem Regelwerk, ne? Und aktuell gibt es auch noch kein Launch-Datum. Bin mal gespannt, wann denn da was kommen wird. Das bin ich auch, ja. Also ich habe eigentlich, worauf ich auf jeden Fall sehr gespannt bin, Borderlands 3 kommt ja dieses Jahr raus. Einen abschließenden Satz dazu sagen, also ich bin, ich erwarte nicht viel, ich freue mich, dass jetzt doch noch Realität wird und ich bin aber auch, sagen wir mal, trotz allem irgendwie vorsichtig optimistisch gerade. Also mich würde es freuen, wenn das so von der Qualität an Pillars of Eternity anknüpfen könnte. Ja. Das war schon wirklich ein sehr gutes Rollenspiel. Also, das war der würdige Nachfolger quasi. Ja, genau.
Unmögliches geht hier vor und ich... Okay. Das wäre echt cool. Ich habe die ja vollkommen durch Zufall damals auf der Gamescom 2000... könnt ihr jetzt nicht sagen, 17, 16, keine Ahnung, habe ich die ja da als Startup quasi gesehen, damals auf der Gamescom. Mir so durch Zufall so vorbeigelaufen, mir so, das sieht aber wieder nach einem richtigen Rollenspiel aus, so ISO-Perspektive und so. Hat mir angeguckt und mir gedacht so, doch komm, muss jetzt mal kurz ein bisschen anzocken. Mega cool. Und, nicht ganz, dass dann aber so Wellen schlägt dieses Spiel. Ja. Ich habe es, glaube ich, auch sogar noch direkt auf der Gamescom, habe ich, glaube ich, auch direkt beim Crowdfunding mitgemacht, glaube ich. Mhm. Mega cool. Also das war echt mal eine Crowdfunding-Aktion, die sich gelohnt hat, definitiv. Das ist echt ein gutes Spiel, warum gekommen. Weißt du noch, wie viele Spielstunden das ungefähr waren? Da müsste ich jetzt mal nachgucken, wie viel ich insgesamt auf der Liste habe. Keine Ahnung. War aber doch sehr umfangreich. Also ich habe, glaube ich, auch nicht alle Nebenquests gemacht. Wobei ich mir schon sehr viel Mühe gegeben habe, alle zu machen, aber es sind halt einfach unglaublich viele. Hm. Und es ist auch wirklich, es ist halt wirklich wie jetzt bei Baldur's Gate, ne? Du hast jetzt nicht irgendwie so einen Questmarker oder so und weißt genau, wo du hin musst, sondern du hast halt wirklich, es ist sehr viel Text in dem Spiel, also auch ganz viele Zwischensequenzen sind quasi so handgezeichnet mit so mit einer Textbeschreibung, was passiert und sowas. Ah, das ist aber schön. Ich echt mega geil finde, so, hat richtig Charme. Und genauso sind aber halt auch die Questbeschreibungen, so wie bei Baldur's Gate, ne? Der Kerl mit dem roten Umhang im nördlichen Teil von Baldur's Gate hat mir meine Brieftasche gestohlen. So, nach dem Motto, ne? Das kann schon ein bisschen dauern. Finde seine Oma. Genau. Und ja, so ähnlich war das da halt auch aufgezogen. Coole Sache, weil ist halt recht authentisch für so ein Rollenspiel, aber ist natürlich... Da alle Nebenquests zu machen, ist halt wirklich schwer. Das fände ich jetzt zum Beispiel aber nicht schlimm. Nö, ich fand das auch nicht schlimm, ich fand das cool. Nein, ich wollte genau andersrum sagen. Ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn sie in Baldur's Gate 3 ein paar Features implementieren. Oh, lauf! Komplett zurück? Naja, nicht komplett, aber zumindest den Gang. Womit kann ich denn unbedingt sagen? Also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn sie in Baldur's Gate 3 ein paar Features implementieren, die es mittlerweile für Rollenspiele nun mal einfach gibt, die es leicht komfortabler machen. Also zum Beispiel, dass du eben Questgegenstände nicht mehr so schnell verhökerst, dass du ein paar, wie in Baldur's Gate 2 eben auch schon angefangen, so ein paar Marker auf der Map hast. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, damit habt ihr jetzt aber den Geist des Urspiels versaut, weil das finde ich, kannst du schon machen, auch bei der Portierung von so einem Spiel wie Baldur's Gate, dass du das ein bisschen in die heutige Rollenspielzeit holst. Nicht zu sehr, es gibt da halt ein paar markante Sachen, die gehören zu dieser Baldur's Gate-Formel dazu, ja. Aber dass du die Features prinzipiell drin hast, wäre schon schön. Und du kannst ja ansonsten dir auch irgendwie sowas zurechtbauen. Alter, der hat voll die krassen Sachen. Du kannst ja sonst auch sowas zurechtbauen, irgendwie, dass du die Schwierigkeiten an- und ausschalten kannst. Ne? Das ist ja auch jetzt mittlerweile nichts mehr, was verboten ist, sowas zu basteln. Hey, warte mal kurz, ich muss kurz mal unterbrechen. Ja. Du wolltest ja eigentlich eh gleich. Hey, ich habe mich nur gewundert, wo Chantal ist, die ist aber einfach komplett falsch gelaufen. Lul. Du wolltest ja auch eh gleich kurz über Borderlands noch reden. Ja, war nur so dazwischen geworfen. Ja, ansonsten, klar. Muss man halt echt gucken, ne? Wie man so eine alte Serie quasi jetzt ist mal bei so vielen modernen Spielen jetzt wieder fortführt, ne? Ohne dass man da halt so ein bisschen... Knapp, Jikowski, Baby Doll! Das war knapp. Ja, wie man sowas halt weiterführt, ne? Ohne dass man da jetzt wirklich so sehr den Geist kaputt macht von dem Spiel, sag ich mal. Ja, das stimmt. Und da sind wir natürlich aber bei einem Punkt, der... Ja, aber der ist ja im heutigen Zeitgeist sowieso komplett verwurzelt. Muss man das denn unbedingt machen? Ist es nicht mittlerweile auch einfach dann mal zu spät oder so? Also, ich bin ja eigentlich eher schon froh und vorsichtig optimistisch und alles, aber man kann sich durchaus die Frage stellen, Leute, tut euch den Not. Also hättet ihr euch nicht was anderes überlegen können? Ja, klar. Also ich zum Beispiel jetzt einen neuen Dragon Age Teil würde ich jetzt auch schon fast nicht mehr brauchen. Was sind das immer für Geräusche? Das macht mich wahnsinnig. Meinst du dieses Ketten? Ja, Mann. Rasseln oder so? Ja, irgendwo muss hier noch was stehen. Guck mal da. Scheiße. Was kann ich für euch tun? Knaps kann schon mal laufen.
das sah aus, als hätte dir einfach mal sauber ins Auge gestochen. Das war dir egal. Ja, aber den kriegen wir doch down. Ich hoffe. Die sind halt super zäh irgendwie. Die haben richtig viele Leben. Allein, wir machen beide die ganze Zeit kritische Fehlschläge. Warum machen wir denn sowas? Wir können nix. So, gelernt haben wir. Chantal hat nochmal ein paar neue Items in ihrem Inventar, die man gerne mal identifizieren darf, nicht? Ja, ein zwanniges Schwert plus 1 und eine Schutzformel gegen Feuer. Zweihändiges Schwert plus 1. Ich habe das Bastardschwert plus 1. Ich habe hier ein 2W4 plus 1 plus 3 gegen Gestaltwandler. Und du? Ich habe eine Axt. 1W8 plus 1. Nein, ich meine das zweihändige Schwert. Ach so. Aber das ist ein Zweihänder, ne? Also ist wie so ja, Quatsch. Ja, ja, ja. Was hat denn das? 1W10? Naja, okay. Ja gut, 2W4, 1W10. Was soll's? Ja, jetzt. Wir gehen jetzt weiter, oder nicht? Ja, will ich auch so. Ja. Mein E3-Highlight übrigens. Oder, erstmal andersrum. Du hast jetzt schon von ein paar Titeln gesprochen, die du gut findest, aber hast du ein E3-Highlight? Ich habe tatsächlich die E3 bis jetzt nur überflogen gehabt. Ich habe mir so eine Zusammenfassung geguckt, welche Spiele rauskommen. Oh, ist schon wieder so einer. Oh. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten kann. Sonst ja, ihn, also klar, also für mich war auf jeden Fall die Einkündigung von Baldur's Gate 3. Was macht denn Chantal da, Digga? Man kann's ja mal versuchen. Die läuft bei mir durch alle Wände durch. Also bei mir steht die da. Ja, jetzt ist sie wieder da. Jetzt läuft Tonus durch alle Wände durch. Ach Gott. Ey, was ist denn los mit diesem Spiel? Das kann doch nicht auf einmal buggy werden nach 20, 30 Jahren. Komisch, ne? Jetzt wird das irgendwie schlecht werden. Ja. Vielleicht sind wir die ersten Menschen, die das im Koop durchspielen. Das würde ich gar nicht mal ausschließen wollen, ehrlich gesagt. Oh ja. Schon lang, ne? Jetzt so ein Spiel im Koop durchzuziehen. Ja. Oh, guck mal, ja, jetzt passiert das bei mir auch gerade. Ja, dein Kerl läuft auch gerade durch alle Wände durch. Das machen wirklich nur zwei ganz verrückte, harte Hunde. No. Hier hast du die noch selben, die auch schon Rom 200 mal durchgespielt haben. Oh Gott, ich erinnere mich nicht daran. Ey, Digga, jetzt bleib da mal hier. Ich soll das so oft Digga sage, aber er hat sich einfach verdient. Er ist ja eine Ansprache mit einem vernünftigen Wort nicht würdig. Digga. Ja, also E3 Highlight hat. Ich habe ja alles logischerweise mitbekommen. Mhm. Durch Job und so. Und ich fand natürlich die Ankündigung von Keanu Reeves in Cyberpunk schon ziemlich geil. Ja, ja. Auf Cyberpunk selber bin ich aber noch gar nicht so mega scharf. Es ist einfach. Es ist halt nicht ganz mein Setting, ne? Also ich finde auch Deus Ex vom Prinzip her sehr cool, aber ich kann nicht so viel anfangen mit diesem futuristischen Setting. Ich mag es halt, wenn ich irgendwie was Rollenspielartiges habe, mag ich es halt viel lieber im Mittelalter, das weißt du ja. Mhm. Ich fand Doom Eternal sah auch wieder sehr gut aus, zwar fand ich letztes Jahr so geil, das hat mich da am meisten weggepustet. Ja, aber was war denn das Allergeilste? Ist echt nicht so leicht, das zu beantworten. Ich fand das neue Spiel von den Alan Wake-Machern sieht sehr interessant aus. Das, oh Gott. Was ist denn? Nicht Proton. Auch nicht Copter. Ach, scheiße, schau ich mal eben nach. Das geht ganz schnell. Entschuldigung. Das ist, Alan Wake kennst du ja noch? Ja. Und die haben dann ja Quantum Break rausgebracht. Das war ja auch schon so ein sehr kunstfertiges Projekt, aber hatte noch so seine 2-3 Macken. Und jetzt haben sie wohl eine noch verbesserte Version von Alan Wake am Start. In diesem neuen Spiel mit dem Namen... Control. Ah. Control, okay. Ja, Control heißt das. Das finde ich, das sieht sehr spannend aus. Das ist halt sehr storylastig auch, also so die Spiele, die ich halt mag. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ansonsten gab es ein Horrorspiel, das Ghostwire Tokyo, weiß ich schon gar nicht mehr. Das war, sah auch ganz cool aus. Sah erst so aus wie so eine Mischung aus Outlast und noch irgendwas anderem. Auch da habe ich ein Auge drauf geworfen, wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Also es ist, glaube ich, von Shinji Mikami. Und das muss ich mir nicht unbedingt geben. Aber ich glaube, ich werfe ja auch gerade zwei Spiele ineinander. Hey, da liegt einer. Vinci Perorate. Das ist irgendwie, das ist der kleine Bruder von Pirouette wahrscheinlich. Schätze, ihr seid am Ende. Hustet! Er liegt sterbend auf dem Boden. Sagt zu uns, ich schätze, ihr seid am Ende. Ja, der Mann hat geilen Humor. Ja, ne? Ah ja, ich dachte ich mir, dass ihr es seid. Ist ja fast wie ein Familientreffen hier, was? Ich wusste doch, dass ihr mir folgen würdet. Ihr beiden seid aus demselben Holz. Ihr müsst den Kampf beginnen, sonst würdet ihr euch niederschlagen. Das würde aber auch nichts machen, denn ihr habt ihn bereits geschlagen. Seine Pläne sind verwirkt und seine Verbündeten fliehen in Scharen. Solche hehre Ziele, wenn auch niemand das wahre Verlangen dahinter erkannte. Niemand außer mir natürlich. Leider bin ich jetzt entbehrlich, aber auch das habe ich erwartet. Welche Rolle habt ihr denn dabei gespielt? Eins oder drei? Was sind drei? Warte mal. Drei ist, was, warum Sarah Bock das alles gemacht hat, aber das ist eigentlich schon das, was wir ungefähr wissen. Ja, achso, oh, sorry. Welche Rolle habt ihr dabei gespielt? Warum habt ihr ihm geholfen, wenn ihr doch wusstet, dass er euch wegwerfen würde? Welche Rolle ich gespielt habe? Ich war Sarevox Mentor und habe ihm die schwärzesten Rituale unterrichtet. Super Idee! Also... Kurz innehalten? Keller Mann. Ja, Alter, ich hab das... Gibt es irgendeinen Mentor, der jemals zur großen Mentorenkonferenz in Mentropolis gekommen ist und da gesagt hat, Leute, ich habe dieses Jahr meinem Schützling alles Böse dieser Welt beigebracht und er hat es locker, er hat es gut ertragen, er weiß jetzt genau, dass er nie böse werden will. Super gelaufen. Ey, beste Entscheidung meines Lebens. Das ist noch nie vorgekommen. Immer sind die danach durchgedreht. Naja. Wenn er Erfolg hätte, wäre ich mit Sicherheit unter den Toten, doch mein Name würde in seinen Taten weiterleben. Es gibt auch nach dem Tod noch etwas, wenn man auf die richtige Art stirbt. Und wie sollte es in der Geschichte keinen Platz für den Lehrmeister geben, der die Handlungen des aufstrebenden Herrn des Todes gelenkt hat? Ihr wird das nicht verstehen. Ihr wurdet für Taten in den Reichen geboren. Wir übrigen müssen uns unseren Platz in der Welt erst mit allen Mitteln erkämpfen. Arroganter Narr. Aufsteigen? Worin bestand denn sein Plan? Der Krieg mit Am war völlig sinnlos. Ihr müsst seinen Plan doch mittlerweile kennen, da ihr ihm praktisch auf Schritt und Tritt gefolgt seid. Vermutlich treibt euch dasselbe Verlangen an wie ihn, nur sucht ihr euch andere Ventile dafür. Nein, ein Krieg mit Am war niemals sein wirkliches Ziel. Sarevok ist kein Nutznießer des Krieges. Er wollte nur das Massensterben. Genug im Kampf geopferter Leben, um das Feuer in seinem göttlichen Blut zu entzünden. Er dachte, dass die richtige Größenordnung an Todesopfern ihn zum Aufstieg verhelfen würde. Vielleicht hatte er ja recht. Wer kann das schon wissen? Wenn man die Arroganz eines Gottes besitzt und tötet wie ein Gott, wer will dann behaupten, dass man kein Gott ist. Zwei noch? Noch mal was fragen oder vier? Also ich will ihn jetzt nicht töten. Er liegt ja schon ziemlich tot da rum. Es käme mir irgendwie unfair vor, jetzt mit Fußballstollen noch das letzte Restchen Leben aus dem Leib zu kicken. Komm. Ja, zwei. Ja. Ich werde beweisen, dass er das nicht ist. Wo hat er sich versteckt? Oh, Sarevok will sich gar nicht verstecken. Wegen euch muss er sich nicht mehr verstellen, kann die Maske eines ehrenhaften Wohltäters ablegen. Nur noch die fanatischsten und ängstlichsten seiner Verbündeten stehen jetzt noch zu ihm. Er wird all seine Leute um sich sammeln und weiterziehen. Natürlich weiß er, dass ihr ihm gegenübertreten müsst und er sichert sich dabei den Vorteil, den Kampfplatz zu wählen. In der Unterstadt gibt es einen Altar, an dem das Ritual stattfinden sollte. Jetzt aber dient es ihm als letzte Zuflucht. Wenn er nicht zu ihm gelangt, schlägt er zu, wann es ihm genehm ist. Was ist mit euch? Seid ihr nicht wertvoll genug? Achso, aber wir wissen ja eigentlich schon, wer er ist, ne? Mhm.
Also, ihr sollt leben und zusehen, wie sich all seine Pläne in nichts auflösen. Eure Barmherzigkeit ist bewundernswert. Ihr habt in der Tat einen anderen Weg gewählt als Sarevok, obwohl ich mich frage, ob das nicht am Ende auf dasselbe hinausläuft. Lasst mich hier, denn ich bin keine Bedrohung mehr für euch oder andere. Ich will mich hier nur eine Weile ausruhen. Na gut. Will ich's immer glauben. Fauler Sack, du. Guck mal, da geht's raus. Oh. Ja, liebe Freunde, mach runter die Tür, die Tor mach weit. Für Baldur's Gate ist schon bald wieder Zeit. Doch für heute erst einmal Folgenende von Phil und mir. Einen schönen Tag noch und bis bald.